Ich möchte dabei sein, wenn du... Nein, nein, nein. Nein. Was? Nein. Jetzt hilf mir doch mal. Ja, okay. Oh, Food Battle mit Bert? Nein, ich habe das Recht, nur noch nicht. An der Battle teilzunehmen. Geh weg. Nein. Willkommen zu einem neuen Food Battle. Das letzte Mal gab es Kumpir, heute gibt es Burger. Wenn ihr das Kumpir-Video noch nicht gesehen habt, hier direkt das i. Es war hilarious. Und wenn ihr das erste Mal einschaltet, hier kurz die Regeln. In dieser Schüssel befinden sich Fragen und Aufgaben, die wir versuchen zu lösen. Für jede gelöste Frage oder Aufgabe gibt es einen Punkt und eine Zutat unserer Wahl. Wer am Ende die meisten Punkte hat, der Geschmack zählt dort auch, gewinnt das Food Battle. Dann gibt es noch ganz viele Zusatzregeln. Das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Sehr gut gemacht. Danke. Und jetzt legen wir los. Wie immer, klassisch, mit einem wundervollen Match. Schere, Stein, Papier. Heute nehme ich Papier. Okay. Schnick, Schnack, Schluck. Oh. Getäuscht. Aber jetzt nehme ich Papier. Okay. Schnick, Schnack, Schluck. Aber jetzt nehme ich Stein. Schnick, Schnack, Schluck. Was ist denn hier los? Okay, aber jetzt nehme ich wirklich Stein. Schnick, Schnack, Schluck. Du hast mich angelogen. Gleich viermal. Geblufft nennt man das im Fachjargon. Lies doch mal das davor. Welchen Namen trägt ein mit Käse gefüllter Cheeseburger? A. Lava Cheeseburger, B. Juicy Lucy Burger oder C. Inside Out Cheeseburger? Die Antwort ist natürlich Cordon Bleu Burger, aber naja, fast. Okay, also Juicy Lucy klingt so ein bisschen wie eine Verballhornung von Sloppy Joe. Mm. So irgendwie fühle ich das nicht. Also ich weiß es nicht, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Schau mal. Komm, ich nehme Lava Burger, das klingt amerikanisch. Ist es Juicy Lucy? Natürlich. Scheiße, das war so klar. Das ist auch mein Burlesque-Name. Wir haben übrigens Buns und Patties Fix. Das ist meiner mit Hackfleisch und das ist deiner. Die sind vegan, mal sehen, was draufkommt. Ja. Vielleicht auch nix. Nix. Salz. Was kommt bei dir drauf? Ich nehme Camembert. Oha! Untypisch, aber safe. Ja. Challenge! Mann! Okay, 20 Sekunden bereithalten, bitte. Nein! Oh, das kriegst du hin. Also, du hast 20 Sekunden, um mir 5 US-amerikanische Gerichte zu sagen. Ab jetzt! Burger, Quesadilla. Quesadilla ist nicht. Milkshake, Coke Float, Donuts, Cronuts. Fertig? Ja. Also, wir streichen jetzt mal den Quesadilla raus. und würde sagen, du hast alles. Ja, ich habe trotzdem dann genug. Punkt und Zutat. Ja. Wahlmöglichkeiten wären aber auch noch sowas wie Hot Dogs, Mac and Cheese, Philly Cheesesteak, Pancakes, Chicken Wings, Corn Dogs, Pumpkin Pie. Okay, aber Pancakes sind in Wirklichkeit Pfannkuchen und die kommen eigentlich aus Holz. Also, dann nehme ich eine Birne. Okay. Das ist so einfach. Ja. Ich kann nicht glauben, dass du das bekommst. Das ist mal zur Abwechslung nett. Was bekomme ich denn? Wir können einfach skippen, weil das wirst du... Weiß ich nicht. Okay, es ist eine Challenge. Errate mindestens 2 von 3 Zutaten am Geschmack. Und die Zutaten, die ich hier habe, sind so ein Witz. Hier, wenn du hier failst, ja, dann bist du ohnmächtig geworden. Okay, aber ich nehme die immer gerne. Noch Paprika. Ja, was? Welche Farbe? Hm. Muss ich jetzt wirklich auf die Farbe raten? Der steht hier drauf. Es ist so simpel. Das ist rote Paprika. Das gelbe. Das grüne? Das war grüne. Grüne Paprika schmeckt normalerweise. Vielleicht muss ich meine Meinung über grüne Paprika noch mal ändern. Ja. Ah. Mh. Eine Tomate. Ja. Nicht ganz auf meinen Fall. Hast du schon eine Gurke? Ja. Das war einfach. Ja. Verrückt, und hier deine Kartoffeln. Jonglier du doch mal 3 Kartoffeln. Nö, ich suche mir jetzt eine Zutat aus. Ich nehme Soße als erstes. Und irgendwie habe ich heute richtig Turn auf Barbecue-Burger. Doch, ich klaue mir die Barbecue-Soße. Hm. Challenge, jongliere mit 3 Burger-Patties. Nee, du hast eine Frage. Mit welcher Zutat wurde unser Mac and Cheese Burger nicht belegt? Was? A. Spinat, wow. B. Rucola oder C. Tomaten? Das ist ziemlich hilarious. War ich dabei? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, ich habe den nicht gemacht. Ich habe eine Mac and Cheese Pizza gemacht.
Beides sehr gute Sachen. Könnt ihr hier oben auf dem i klicken, während Melissa jetzt noch überlegt. Scheiße. Ich habe null Erinnerung. Ich kann mich ja nicht mal daran erinnern, was ich gestern gegessen habe. Ich würde sagen, der Spinat, aber das ist vielleicht eine Falle. Okay. Ich sage, auf dem Burger waren keine... Okay, es war kein Rucola auf dem Burger. Nein! Du hast das nicht alles einmal genannt. Ja. Spinat war nicht drauf. Ah, eine Rucola-Basis. Jetzt ein paar Tomaten. Ja. Ich weiß gar nicht, wie machst du es? Ich finde einfach ein paar geile Zwiebeln. Hm. So, nehme ich die rote. Take these. Challenge. Ja. Schätze, wie viele Burger der Weltrekordhalter im Burgeressen innerhalb von 8 Minuten gegessen hat. Du darfst plus minus 5 abweichen. Also, das war auf jeden Fall doch so ein Kampfesser-Esserin. So, die wird einfach nur so Brötchen, Burger und dann wird es reingeschaufelt mit einer Cola. Achso, das weiß ich nicht. Und das waren echt viele, wenn man an, hast du Beethoven 2 gesehen, den Film mit dem Dalmatiner? Da haben sie auch so ein Burger-Wettessen. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Boah, das ist echt eine harte Sache. Ich gehe auf... Also ich hätte gesagt, der schafft 3 Burger in der Minute im Durchschnitt. Runde 40. Das ist die Antwort? Ja. Wie viel? 103. 103? 103. Alter Falter. Krass, oder? Das ist crazy. Ja. Das ist nicht gesund, Leute. Macht es einfach nee. Nicht. Das ist dumm. Okay, du hast eine Zutat, ja. Aber keinen Punkt. Ich nehme den Rucola. Nicht den Spinat? Nee. Wo wurde in 2017 der Weltrekord für den schwersten Hamburger der Welt aufgestellt? A. In Chattanooga, Tennessee, USA, in Pilsding, Deutschland oder in C. Pontefinec, Wales? Mein erster Impuls wäre natürlich Amerika. Na gut, ich habe keine Ahnung, deswegen sage ich einfach, ich gönne es den Engländern. Nach Pontefinec, Wales gibst du den Rekord? Ja. Es ist aber Pilsting in Deutschland. Die Deutschen halten den Weltrekord für den schwersten Hamburger. Wow. Herzlichen Glückwunsch an Pilsting. Danke. Haben wir Zuschauer? Dankeschön, danke. Weil das bedeutet, ich krieg eine Zutat. Könnt ihr uns einladen nächstes Mal? Nehmen wir noch die Jalapenos mit dazu. So. Ha! Oh nee. Ha! Oh nein. Nein. Da kann ich das nicht bekommen. Nein. Du hast jetzt die Chance, das richtig zu machen, im Gegensatz zu mir bei jeder Challenge. Oh, okay. Buchstabiere folgendes Wort rückwärts in weniger als 20 Sekunden. Es ist Cheeseburger, die Zeit läuft ab jetzt. Ich wusste es. REGLUBESEEHC. Respekt. Boah. Spelling Bee. Danke. Das heißt, ich krieg eine Zutat. Und einen Punkt. Boah. Ich nehme etwas. Und dann willst du meinen Burger auf gar keinen Fall mehr. Nee. Saure Sandwich-Gurken. Das gehört für mich einfach auf den Burger. Okay. Geil. Du kriegst dafür wieder eine Frage. It's easy for you. Wie nennt sich ein warmer Imbiss aus Hamburg, der möglicherweise der Vorgänger des Hamburgers war? A. Bratenbrötchen, B. Hamburger Frikadelle oder C. Rundstück warm? Ich wüsste es. Echt? Mhm. Ich nicht. Okay, und was war das erste nochmal? Bratenbrötchen. Dann Hamburger Frikadelle. Ja, ich würde dann Hamburger Frikadelle nehmen. Das ist falsch. Was? Es ist nämlich Rundstück warm. Hä? Ich weiß es deswegen, weil ein sehr lieber Burgerladen von mir, den ich sehr mochte, den es leider nicht mal gibt, so hieß. Noch nie gehört. Rundstück warm. Noch nie gehört. Ich hole mir die andere Zwiebel einfach auch. Ach so, ja, ich will ja aus. Hier. Schätzfrage. Schätz mal, wie viel Zutaten. Ja. Ja, war klar. Wie viel wog der bisher schwerste Burger der Welt? Aber wir wissen, dass der aus Pilstinger kommt. Hast du das? Ja. Okay. 3, 2, 1, 250 Kilo. Ah ja. Siehste. Okay, gut. Rudi! Ja, toll. Und es sind genau 1164,2 Kilogramm. Was? Der Burger wog über eine Tonne. Oh mein Gott. Wie? I don't know. Aber ich weiß, dass ich näher dran war. Ja. Und wenn ihr nicht wisst, wie bei uns eine Schätzfrage läuft, derjenige, der näher dran ist, darf dem wir als anderen eine Zutat klauen. Oh! Wer ist damit?
Das ist sehr lieb, das nehme ich als Punkt. Aber ich hätte gerne deinen Rucola. Nee, ach, zu spät, ich habe schon gesagt, ich hätte den Käse klauen sollen. Ja, dann wäre mein ganzer Burger in sich zusammengefallen. Ich weiß, aber ich dachte, heute bin ich mal nicht so. Ja, na gut. Ne? Die Fragen sind diesmal echt ganz witzig. Wie viele Burger-Videos wurden bei YamTamTam bisher veröffentlicht? Waren es A, 18, B, 27 oder C, 34? Boah, das ist sau schwer. Aber sau witzig. Ja. Okay, Mac and Cheese, Nacho, Pikachu. Ich nehme die höchste Zahl. 34? Ja. It is correct. Ja. Bisschen bitter zu der Süße und der Säure, ist vielleicht nicht schlecht. Dann nehme ich für den Joke doch den Spinat. Und die letzte geht an mich. Challenge! Ja, schätze das Gewicht einer Tomate. Oh. Du darfst plus minus 10 Gramm abweichen. Boah, das ist so fies. Wisst ihr, wie wenig 10 Gramm eigentlich sind? Ich weiß noch, ich habe einen Kommentar gelesen, wo jemand sehr satisfied war, weil er an der Fleischtheke arbeitet und war so, ja, richtig gut abgewogen. Ja, ist so. Ihr dürft jetzt wie immer mitraten. Ja. Schreibt in die Kommentare, wie viel wiegt diese Tomate. Sie ist in etwa, ach, reingeguckt. Nein, Spaß. Entschuldigung, es tut mir leid. Schreibt in die Kommentare jetzt, wie viel denkt ihr wiegt diese Tomate. Mein erster Impuls ist so around about 100, aber es ist weniger. Ich glaube, es sind 90. Das ist die finale Antwort, 90 Gramm? 95! 96. Sogar der erste Impuls war richtig. Wow. Zwischen, es war nicht 100, ein bisschen weniger. Ja. Boah. Ja, lecco mio Maxico. Punch in die Fresse, full Umami Pilze. So. Das war alles. Das war's. Ich hab's nur reingeworfen aus Wut. Aber nein, es geht noch weiter. Jetzt kommen erst die Mystery Boxen, wo wir eine Zutat auswählen können, wenn wir wollen. Dafür gibt's einen Punkt, dafür müssen wir die Zutat verwenden. Und danach gibt es noch die Expressrunde, wo sich alles nochmal ändern kann. Überleg noch, ob ich eine nehme oder nicht. Na, wie ist es? Na, 2 zu 4 steht's. Ich nehme eine. Dann nehme ich auch eine. Okay? Okay. Okay, ich nehme die. Bereit? 3, 2, 1. Ha! Das ist okay. Chili-Soße. Aioli, das ist okay. Was wäre die dritte Soße gewesen? Dein Horror, ich hätte es gewollt. Das wäre einfach, hättest du noch Oliven, wäre einfach. Das wäre ein absoluter Horrorburger. Einfach noch Oliven in Balsamico-Essig. Ja, ich würde auch den Senf nehmen. Finde ich alles voll okay. Freunde, es ist jetzt Zeit für die Expressrunde und dafür brauchen wir natürlich unseren Rudi. Ja, habe ich damals meinen Namen gehört? Dann kommen wir heute zu der Expressrunde in die Food Battle mit Thema Burger. Ich habe 3 Fragen für euch vorbereitet. Ihr habt 5 Sekunden Zeit, um richtig zu antworten. 2 Fragen müssen richtig sein. Wenn ihr es nicht schafft, müssen alle Zutaten komplett vertauscht werden. Welches Fleisch wird für einen klassischen Hamburger verwendet? Rindfleisch. Korrekt. Wie werden Burgerbrötchen noch bezeichnet? Buns. Korrekt. Damit habt ihr schon 2 beantwortet. Wollt ihr die letzte trotzdem noch haben? Ja, klar. Welche Käsesorte wird für eine klassische Cheeseburger verwendet? Cheddar. Korrekt. Ihr müsst keine Zutaten vertauschen und könnt eure Burger nun zubereiten. Ich freue mich ganz besonders und bin gespannt, was ich da Türklemm auf den Teller bekommen werde. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, was machst du? Ich werde die Birne in Zucker karamellisieren und den Rest drauf machen. Ich werde einen klassischen Barbecue-Burger machen und die Pilze mit der weißen Zwiebel zusammen ein bisschen schmoren und das geht dann drauf und der Rest ist dann auch einfach drauflegen. Wie halt ein Burger so ist, ne? Yes, let's go. Ich mache meine Buns in den Ofen und lasse sie da gleich mit dem Camembert überbacken. Und ich mache meine in der Pfanne. Wow. It's a monster.
Na gut, dann würde ich sagen, räumen wir auf. Dann sind wir mal gespannt, was Rudi sagt. Was haben Sie mir hier zubereitet? Ah, einen gigantisch großen Burger. Da muss ich mal gucken, wie ich den in meinen Mund reinkriege, ohne dass ich meine ganze Bart mit verspeisen werde. Und ein etwas kleinere Burger mit Birne. Also. Die Süße von der Birne ergänzt sich gut mit dem kräftigen Geschmack von der Patty. Das muss auch ein, ich denke, es ist ein Fleisch-Patty. Schmeckt auf jeden Fall klassisch nach Rindfleisch. Und dass das hier oben so ein bisschen dunkel geworden ist, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Hey. Von der Patty her kann ich jetzt auch gar nicht gerade so genau sagen, ist es auch Fleisch oder ist es was anderes? Ich muss mal gucken. Ist sehr, sehr viel Soße da drauf insgesamt. Verschiedene Soßen auch. Schmeckt aber beides sehr gut. So muss ich mich nun zurückziehen, mich in ein Zwiegespräch mit meinen Geschmacksnerven begeben, meine Bart sauber machen und ein Urteil verkünden. So, da sind wir wieder alle zusammen und ich habe beide Burger probiert. Es gab eine große Hightower Burger und eine kleine Burger und ich weiß nicht, wen welche wohl gemacht hat. Wisst ihr das wohl? Ja, ich muss nun Geschmackspunkte verteilen. Ich habe beide sehr genossen. Einer war oben ein bisschen angebrannt. Ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Aber ich muss sagen, insgesamt war der große, mächtige Burger mit viel Soße und so weiter doch ein ganz bisschen besser noch im Geschmack. Und somit hat der große Burger 3 Geschmackspunkte von mir erhalten und 2 bekommt die kleine Burger mit die Camembert obendrauf. Felix wins. Warum spiele ich überhaupt noch? Ich kann doch gar nicht mehr aufholen. Naja, doch, nein, aber es wird schwieriger. Und wenn ihr noch sehen wollt, wie Melissa weiter verliert oder gewinnt, dann schaut euch doch die letzten beiden Food Battles an. Ja, da weiß man gar nicht, ob ich verliere oder gewinne. Das müssen die Leute herausfinden. Tschüss! Wie du das jetzt so? Nee!